Willkommen zurück in Ibten, willkommen zurück bei Fallout New Vegas und wir sollten uns dringend jetzt einmal ausruhen. Unsere TP sind nicht gerade sehr viel, vielleicht finden wir hier irgendwo in einem Haus ein Bett. Unser Herzschlag hört sich auf jeden Fall nicht gesund an. Ich meine, gesund ist unser Herz noch, aber schwach. Ha, perfekt, da haben wir ein Bett. Schauen wir mal, wie lange sollten wir schlafen? Machen wir mal 5 Stunden. Ich denke mal, das sollte reichen. Dann haben wir jetzt Mittag und wir sind bei voller Gesundheit. Perfekt. 9mm Patronen. Die nehmen wir gleich mal mit. Wir schauen, was wir hier noch ergattern können, bevor wir dann zum Mojave Outpost zurückkehren. So, hier ist mal nichts. Vielleicht finden wir irgendwo das Sensormodul. Nach wie vor auf der Suche. Am Kühlschrank ist nichts. Da wird auch nichts mehr sein. Einfach raus mit uns. Und dort hinten brennt's. Das schauen wir uns dann auch nochmal an. Vielleicht ist es einfach nur von diesem Haufen hier. Und unsere Freunde hier leben leider Gottes noch immer. Eieiei. Denen geht's nicht sehr gut. Ich würde ihnen wirklich gerne helfen. Jedoch können wir sie nicht losmachen. Oh, was ist hier? Wow, oh Gott. Aber die kommen nicht durch, oder? Nö, die kommen nicht durch. Schauen wir mal. Nö, die kommen nicht durch. Wow, eine Falle. Eine Falle und Skorpione sind hier drin. Gut. Oh, oh Gott. Nein. Oh Mann, wie dumm. Wie dumm sind wir eigentlich. Ich sollte es mir jetzt echt mal angewöhnen. Hier. Oh. Oh. Oh Gott. Und hier ist noch eine Falle. Seht ihr die? Ja, ja, sie sind verkrüppelt. Das weiß ich. Oh mein Gott. Rekrutenhelm, der ist aber cool. Den nehme ich mir doch. Legionärsrüstung könnten wir eigentlich auch anlegen. Hm. Die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir dann untertauchen. Aber ich glaube, es kommt nicht gut, wenn wir dann bei der RNK so aufkreuzen. Oh, hier ist das Gewehr. Okay. Das ist mal eine Hütte. Das ist echt mal eine Hütte. Und hier haben wir schon die nächste. Komm. Wow. Also dieser Ort hier ist wirklich... Ohoho. Da können wir unten durch, oder? Wow. Können wir die abknallen? Nö. Wahnsinn. Wer wohnt denn hier? Wer hat so viel Angst? Verschlossen. Wer hat so viel Angst? Das würde mich jetzt echt wundern. Wohnt hier der Bürgermeister? Ich habe jetzt echt nicht darauf geachtet, in welches Haus wir hier hineingegangen sind. Jede Tür verschlossen. Ah. Jawohl. Ödland-Siedler-Outfit. Na, das können wir überhaupt nicht brauchen. Nichts. Nichts. Ja, gehen wir. Ja. Ja, wenn sich Feinde in der Nähe befinden. Ja, das war ja klar. So, einmal hier noch. Und hier haben wir einen Safe. Einen Safe. Da hinten ein Skorpion, der ist doch gar nicht hier. Oh mein Gott! Nein, wir haben die Falle geöffnet. Oh, das ist ganz schön hinterhältig. Ach du Scheiße. Na, was ist denn das? Oh, 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 oh. Oh, der kommt hier nicht hinauf. Wow. Ach du Scheiße. Wo sind wir denn hier hingeraten? Ja, also das ist wirklich kein Mist. Das ist... Oh, was jetzt? Okay. Okay. Oh, 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 oh. Wir sind an den Stachel geraten. Gut, wir heilen uns schnell. Wir heilen uns schnell. Wir heilen uns schnell. Puh. Leute, Leute. Das ist ja echt. Einmal nicht aufgepasst. Wir schlittern hier ins Haus des Todes. So, jetzt werden wir gleich einmal 5 Stunden schlafen. Dann wird es aber schon wieder Abend.
Macht aber nichts. Oh mein Gott. Also das ist ja wirklich... Ja. Hier ist der Mechanismus. Wahnsinn. So, sehr leicht. Verschlossen, das können wir ja knacken, oder? Ah, so nicht. Perfekt. Oh! Oh! Granatengewehr. Sprengstoff plus 10. Na, ist das geil. Hopp! Oh. Oh. Hat sich der jetzt ausgelöst? Ah nein, der ist defekt. Okay, da kann uns hier gar nichts passieren. Wahnsinn! Also wem gehört dieses Haus? Das ist ja abartig. Hier war auch eine Falle. Hier ist die Vorrichtung. Da hatte jemand große Angst und wusste, dass die Legion kommen wird. Da steht einfach nur Haus. Vielleicht Mr. House? Man weiß es nicht. Aber es ist echt heftig. Also... Wer sich so verschanzt, hat definitiv etwas zu verbergen. Oho, da lebt doch jemand. Guten Tag. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Erst zerschmettert man meine Beine, dann taucht auch noch der Schrecken der Pulverbanditen höchstpersönlich auf. Was haben Sie bloß gegen uns? Wenn Sie mich verdammt nochmal tot sehen wollen, dann geben Sie mir 15 Medics und ich setze mir den goldenen Schuss, ja? Scheiße auch! Warum sind Sie noch hier? Keine Ahnung, mir gefällt's hier einfach. Was glauben Sie, Arschloch, denn? Der Preis für den zweiten Platz war, ich durfte leben. Aber meine Beine wurden mit Hämmern zertrümmert. Ich bin ein verdammter Krüppel, klar? Ich kann etwas Medics entbehren. Dann wird ja ein verdammter Traum wahr, was? Wie viele kann ich haben? Ja, zwei Dosen. Faire Sache. Her damit. Wie haben Sie überlebt? Durch Glück. Ich hatte einfach verdammtes Glück. Vor Ihnen steht der Zweitplatzierte der Nippen-Lotterie. Dieses Arschloch Swernick belegte den ersten Platz und durfte gehen. Erzählen Sie mir von der Lotterie. Wir kamen nicht unbedingt nach Nippen, um daran teilzunehmen. Wollte mit meiner Mannschaft ein paar RNK-Trooper kidnappen, die die Stadt besuchen. Hatten schon alles mit dem Drecksack von Bürgermeister abgesprochen. Wir wollten Lösegeld und ihre Waffen behalten. Ein gutes Geschäft. Wann und wie ist Ihr Plan schiefgegangen? Wir waren gerade in Position gegangen, als wir plötzlich von diesen verdammten Legion-Freaks umzingelt waren. Sie schleppten uns und alle anderen in die Stadtmitte. Dann ließ sich das Arschloch mit dem Hund auf dem Kopf darüber aus, wie böse wir doch wären. Er sagte, wir müssten für unsere Taten bestraft werden, wenngleich nicht alle von uns. Und dann bekam jeder sein verdammtes Lotterielos. Was ist passiert, nachdem jeder sein Lotterielos bekam? Was glauben Sie denn? Er begann, die Lose zu ziehen und die Bestrafung festzulegen. Zuerst kamen die glücklichen Verlierer dran. Sie wurden geköpft. Darum wohl auch glücklich, denn das ist recht schnell vorbei. Dann kamen die Kreuzigungen. Und die dauerten und dauerten. Die Drittplatzierten wurden versklavt. Mir hat man die Beine gebrochen und der Erstplatzierte durfte gehen. Ja, wenn der wüsste, was mit dem Erstplatzierten passiert ist. Was ist mit dem Bürgermeister passiert? Als sein Los an die Reihe kam, hat man ihn auf einem Reifenstapel lebendig verbrannt. Oh weia. Sie erwähnten, dass einige der Leute versklavt wurden. Ja. Eine Gruppe dieser Legion-Säcke hat sie sofort weggebracht. Sie wurden nach Osten gebracht, falls sie Heldenmut verspüren. Ich werde tun, was ich tun kann, um sie zu retten. Tun Sie nicht so, als würden Sie mir einen Gefallen tun. Mir ist das scheißegal. Naja. Du bist doch sehr unfreundlich. Büschchen. Was ist mit dieser Stadt passiert? Passiert? Die Legion ist passiert. Oder wie sieht die Kacke sonst aus? Sprechen wir über etwas anderes. Und über was? Über nichts. Tschüss. Wiedersehen. Tja, wenn du so unfreundlich bist, bin ich auch unfreundlich, junger Mann. Und verkneif dir mal den Ton, ich stehe mit einer Waffe vor dir, also wer hat hier das Sagen? So, das muss nur mal gesagt werden, also... Dieser Kerl hier hat echt keinen Respekt vor den anderen. Ich habe ihn sogar noch gegrüßt. Ja, ich hab dich gegrüßt sogar noch, als ich zu dir gekommen bin. So. Okay, da haben wir nichts mehr drin. Da wird dann auch nichts mehr sein. Kühlschrank ist auch leer. Bisher waren alle Schlösser nach rechts zu drehen.
Das ist echt interessant. Was haben wir oben? Gecko Steak. Ah. Laserpistole. Okay, ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann geht's hier noch weiter. Ja, ich denke mal, das war's dann auch. Das Klo ist etwas kaputt. Okay. Na gut, dann werden wir auch schauen, dass wir demnächst... Wow, das war ein Kick. Dass wir demnächst auch die Leute befreien, die... Ja, da liegt leider der Gewinner der Lotterie. Und jetzt wissen wir auch, dass wir mit den Scheinen eigentlich gar nichts mehr weitermachen müssen. Denn die sind eigentlich wertlos. So viel zur Lotterie. Abholen werden wir... Na, nehmen wir sie mit. Übergeben wir sie dann der Legion. Bin gespannt, was die dazu zu sagen haben, wenn wir dann mit dem Lotterielos auftauchen, welches gewonnen hat. Ob das überhaupt möglich ist, ob die darauf reagieren. Gut, wir werden jetzt gleich einmal schnell reisen, denn zu Fuß wird das etwas länger dauern. Weltkarte und wir gehen zum Mojave Outpost. Dort werden wir gleich einmal Bericht erstatten, was hier in Nipton alles vor sich ging. So, ganz schön dunkel hier. Gott sei Dank ist hier beleuchtet. Okay. Oben. Ja, wahrscheinlich oben. Okay, da müssen wir hinauf. So, die Waffe brauchen wir eigentlich nicht. Hallo. So, Ghost. Ich bin wieder hier. Waren Sie schon im Rathaus von Nipton? Die Rauchfahne wird nicht kleiner. Nipton wurde von der Legion angegriffen. Die Legion hat diese Sickergrube in einen Friedhof verwandelt. Die Legion? So weit im Westen? Das ist doch wohl ein verdammter Witz! Oh, verdammt! Das ist nicht außerhalb der Grenze. Sie rücken an und das schnell! Nipton war nicht die freundlichste Stadt, aber... Nun gut. Danke, dass Sie sich das für mich angeschaut haben. Leider beruhigt mich das nicht sehr. Ich bin jetzt angespannter als je zuvor. Hatten Sie dort Freunde? Ich wollte nicht der Überbringer schlechter Neuigkeiten sein. Wenn das alles war, was Sie wollten, dann mache ich mich auf den Weg. Gut, ich wollte nicht Überbringer der schlechten Neuigkeiten sein. Wenn Sie die Stadt nicht angesteckt haben, müssen Sie kein schlechtes Gewissen haben. Die Lage wird noch viel übler, bevor das Jahr rum ist. Nun, danke, dass Sie den Weg gelatscht sind, auch wenn es schlechte Neuigkeiten waren. Hätten wir doch nur genug Truppen, aber wir müssen ja hier bleiben. Die beschissene Mojave geht vor die Hunde. Und ich kann hier nur rumsitzen und dabei zusehen. Naja. Ihr könntet ja die Truppen verstärken. Danke für die Hilfe. Okay. Wäre schön, wenn die anderen hier so motiviert wären. Gibt anscheinend keine weitere Quest, die wir hier jetzt bekommen. Schauen wir nochmal zu den Aufgaben. Rausgeworfen, die Gefangenen retten. Über Gräueltaten der Legion berichten. Und wo? Wo? Wo sollen wir das machen? Ah, doch hier. Also wahrscheinlich unten. Wem dürfen wir das sagen? Hier wo? Hä? Hallo? Wem dürfen wir das erzählen? Oh. Wem dürfen wir das erzählen? Oh, hier. Wer bist du? Sergeant Kilbourne. Hab gehört, dass Sie Jackson ausgeholfen haben. Danke dafür. Die Karawanen warten noch immer auf die Freigabe, aber wenigstens tut sich was. Die Legion hat Nipton angegriffen, alles verbrannt und jeden getötet. Was? Das kann nicht sein. Wir sind Meilen vom Colorado entfernt. Sie warten nicht mal, bis der Dampf fällt.
Sie sind schon hinter der Grenze. Wir werden sie nicht aufhalten. Wir werden untergehen. Danke für die Neuigkeit, auch wenn es keine gute ist. Ich sag's den Männern. Okay. Ein Herzerstein abgeschlossen. So, gleich mal zur nächsten Aufgabe. Herzschmerz nach Ansage. Käse, okay. Kaminrote Karawane übernimmt nach Novak. Happy Trials, Karawanenführer finden. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Oha! Okay. Ja, gut. Das werden wir im Moment nicht schaffen. Reisen Sie zum Canyon-Wrack in der Nähe von Prim und betreten Sie die Kluft. Okay. Canyon-Wrack. Sollten wir das machen? Oder heben wir uns das auf, wenn wir wieder mal vorbeikommen? Untersuchen Sie die Mitternachtsshow am Mojave Drive-In. Ah, okay. Gut. Wir werden den Mojave Drive-In dann machen. Dann vielleicht noch nach Prim schauen und dann nach Novak. Vorher schaue ich noch schnell hier hinein. Vielleicht hat Jackson etwas für mich. Wenn wir geholfen haben, spricht sich das ja hoffentlich herum. Also geholfen. Bericht erstattet haben. So. Wo haben wir ihn? Hier ist er nicht. Hier. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte, ich hätte mehr Arbeit für... Schon gut, okay. Passen Sie auf sich... Gut. Er hat nichts. Okay, dann war es das eigentlich auch schon. Die Mitternachtsshow. Wie spät haben wir es denn? Sehen wir das wo? 22.26 Uhr. Oh je, Mini. Da müssen wir uns aber sputen. Da müssen wir uns echt sputen. Ich hoffe, das geht sich aus. Das müssen wir noch schaffen. Eieiei. Mojave Drive-In. Wo ist denn der? Oh Gott, es ist wirklich dunkel. Ich sehe nicht einmal irgendetwas. Ich hoffe, der ist nicht allzu weit weg. Aber ich denke mal, so weit weg kann das schon nicht sein. Es ist circa auf Höhe von Nipton, schätze ich mal, nur unten gelegen. Und wir werden hier einfach einmal bergauf gehen. Sofern wir hier irgendwie den Weg finden. Beziehungsweise Weg wird es hier wahrscheinlich gar keinen geben. Ich hoffe, wir stürzen nirgends hinunter. Oh Gott. Eieiei. Oh, das war glaube ich nicht gut. Ah, schnell wieder hinunter. Ich glaube, wir sollten lieber hier bleiben. Wo ist denn dieser Drive-In? Hier haben wir den ausgetrockneten See. Ein Flugzeug. Oh, ein Gecko war da drin. Oh, 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 oh. Wo? Wo ist wer? Oh, okay. Ratskorpione. Yes. Dienstgewehr hat uns gerettet. Aber ich glaube, die Gefahr ist nicht vorüber. Nein, hier kommt noch einer. Den lassen wir mal ran. Ai, ah. Jetzt habe ich mich bei den Tasten verdrückt. Oh, das war nicht sehr klug. So. Na gut, der hat uns leider Gottes getroffen. Wir sind vergiftet. Wir sind vergiftet. Wo können wir Gift wegbekommen? Buffert? Nein. Gegengift haben wir keins. Ja, müssen wir im Moment damit leben. Ein Flugzeug.
Okay, das war's eigentlich mit dem Flugzeug. Oh, wo? Oh je. Schnell weg hier. Oh, ich glaube, die haben uns gesehen. Oh Gott, da sind noch mehr. Gut, wir gehen jetzt einfach. Oh! Oh mein Gott. So. Oh! Oh Gott. So. Ah! Oh weh! Oh, da ist ein Rie... Oh Gott! Ich hoffe, wir laufen da nicht in... Gott, gepanzert ist er auch. Eieieiei. Das ist nicht sehr gut. Ich glaube, wir werden sterben. So, schnell weg hier. Ei. Oh Gott. Ja, jetzt ist es passiert. Wir sind von einem Radskorpion gestorben. Ich glaube, wir werden den See meiden. Wir werden den eindeutig meiden. Heftig. Ich glaube, wir werden ein kleines Nickerchen machen und werden mal warten, bis es wieder hell ist. Und in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Teil wieder von Fallout New Vegas.